seid ihr mit dem ersten Gang so zufrieden? Ich finde ihn sehr, sehr gut. Schmeckt nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Willst du nicht so? Du musst ja eigentlich fragen. Njam, 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 njam. Ich kann nicht mehr. Wie schmeckt's euch? Ja, du hast viel gegessen. Aber ich glaube auch, dass du recht hast. Das erinnert mich an Reiswürfel. Und mit einem Mundzig, Zimt und Zucker mit Kirschen. Daran erinnert es mich auch. Was hast du drin? Gar nicht mein Getränk. Da ist Cola drin. Ja, dann trinke ich eben diesen Cocktail. Ach, gerne. Oder lieber Pepsi. Einen kleinen Schluck von. Ist das überhaupt meins? Ganz kurz unterbrechen, was Daniela hier mit so reinbringt. Ja? Daniela sitzt hier. Oh, ganz schön lange stehst du. Entschuldigung. Es muss jetzt mal gerade. Entschuldigung. Tut es dir leid? Sag's in die Kamera. Das tut mir leid. Am Anfang habe ich gedacht, es wäre ein Pfannkuchen. Ist das jetzt ein Deinklass? Mhm. Also am Anfang dachte ich, es wäre ein Pfannkuchen. Weil irgendwie hat es ja echt wie ein Pfannkuchen geschmeckt. Daniela? Nein, danke. Bis ich dann gemerkt habe, wo ist denn das Messer zum Schneiden? Ich bin mir mit dem Pfannkuchen nicht mehr so sicher. Schmeckt's euch? Ja. Lecker. Habt ihr einen schönen Abend? Einen lustigen? Dabei habe ich überhaupt kein Alkohol verwendet. Und der Balsamico. Den machen wir lieber. Drogen? Vielleicht. Aber hast du jetzt mich heiß gegessen? Nein. Nein. Mir ist umgefallen. Mit dieser Generation genauso ist wie deine Generation. Charlie, komm her, Charlie. Und die Generation der Generation. Komm her, Charlie. Ist deine Generation Charlie. Ist genauso oh, wie meine Generation. Weil deine Generation genauso ist wie deine Generation. Aber Teddy! So, herzlich willkommen zu der heutigen Sitzung von den Fat Fighters. Wer ist alles da? Hallo, ich bin die Jenny. Hallo, ich bin die Pamela. So, also ich möchte euch jetzt erstmal sagen, egal wie ihr aussieht und wie dick ihr seid fett, ihr seid hässlich, ihr seid widerlich und scheiße, ihr seid fette Schweine. So, Jenny, jetzt komm doch mal vor und erzähl uns, warum du hier bist. Ja, also ich bin hier. Ich bin hier. Sie hat gesagt, ich bin hier. Achso, okay. Ja, warum bist du hier? Weil ich ein bisschen dick bin. Du bist nicht ein bisschen dick, meine Süße. Du bist fett. Du bist
Scheiße fett. Du bist widerlich. Du bist ein Stück Scheiße. Du bist eklig, du fettes Dreckschwein. Gut, erzähl bitte weiter. Erzähl bitte weiter. Das könnte jetzt noch jemand anders. Wie bitte? Es kann ruhig jemand anders drankommen. Es kann ruhig jemand anders drankommen. Ich verstehe sie nicht. Hallo? Es kann ruhig jemand anders drankommen. Ah, dann nehme ich eben jemand anders dran. Also, Pamela, Schätzchen, erzähl mir, warum bist du hier? Ich war früher mal Model. Wer? Ich war früher mal Model. Das kann nicht sein, du bist ein fettes Schwein. Du warst niemals ein Model, du bist hässlich und scheiße. Doch, ich habe früher Baywatch gedreht. Nein, das glaube ich nicht. Du bist fett, also lüg hier bitte nicht. Das liegt vielleicht am Bart. Du bist viel zu fett. Das liegt nicht am Bart. Du bist fett und scheiße. Ihr seid alle scheiße. Also, ich habe jetzt ein neues Produkt. Das habe ich heute gekauft, hier. Das sind Schokoriegel. Sie sind extra für die Fettis gemacht. Denn sie sind ohne Kalorien. Ja, ihr seid ein Schwein, ihr könnt es nicht erwarten, ich weiß. Also, dieser Schokoriegel hier, dieser hier, ist ohne Kalorien. Und dieser hier ist der ganz normale. Jenny, komm noch mal bitte vor. Boah, ist die fett. Also, jetzt iss mal bitte den ohne Kalorien. Den hier? Ja, genau den hier. Oh, Entschuldigung, das war der mit Kalorien. Oh, jetzt ist deine ganze Diät kaputt. Du bleibst und bist und bleibst ein fettes Schwein. Du bist fett. Warum hast du diesen Schokoriegel gegessen? Aber du bist doch schon so fett. Du hast doch gesagt, das ist ohne Kalorien. Du hast doch gesagt, das ist ohne Kalorien. Nur ein fettes Schwein. Pamela, komm du mir bitte vor. Dieser hier ist auch ohne Kalorien. Und dieser hier ist mit. Probier mal. Wie schmeckt er? Bitter. Oh, das schmeckt gleich. Oh. Warte, wie scheiße. Oh, das war der doppelt fett war. Oh, tut mir leid, Pamela, aber du bist auch fett und bleibst es. Warum hast du diese Schokolade gegessen? Reicht es dir nicht, wie fett du bist? Willst du noch fetter werden? Also ich lasse mir das nicht mehr gefallen, ich gehe jetzt. Ich auch. Bitte, ihr fetten Schweine, ihr werdet es nicht zu etwas bringen. Na gut. Dann sollen sie doch fett bleiben. Soll ich ein schönes Licht machen? Ja. Hat es irgendwie eine Einstellung? Eigentlich schon, ja. Wo war denn das Licht an? Nee. Jetzt brauche ich gar nichts mehr. Wo war denn vorhin das Licht an? Es war doch nicht ganz so dunkel, oder? Da wurde gerade der Stecker gezogen. Ach so? Oh Mann. Ja, wie kriege ich das jetzt? Hä? Habe ich da jetzt auch... Habt ihr das gehört? Ja, war lustig bei mir. Warum nicht anders? Dein Statement, wie fandest... Wie hast du den... Moment. Wie hast du den Abend erlebt? Bin ich schon dran? Ja. Ja. Frag mich doch mal. Warte. Wie hast du den Abend erlebt? Okay, nochmal. Oh, ich muss kotzen. Ja, dein Abschlussstatement. Ich fand den Abend. Ich laufe jetzt. Lauf nach Karlsruhe. Ich lauf auch. Oh, ich hab schon gekotzt, glaube ich. Ja, also meine Gäste. Jenny, ich habe auf die Couch gekotzt. Jenny, es tut mir leid. Ich habe auf die Couch gekotzt. Was ich sagen wollte. Also, ich verlasse jetzt 27% morgen das Land. Oh, ich hab Durchfall. Warte mal, das kommt bei TV Total. Mein Name ist Lisa Loch und ich hab Durchfall. Komm, jetzt mal
Ja, Statement. Statement, die 20. Cut. Statement, die 21. Also, mein Arm fand ich jetzt sehr lustig. Halt. Statement, die 22. Ja. Take. Hat euch das Video gefallen? Dann hinterlasst doch einen Kommentar. Oder abonniert uns doch einfach. Und vergesst nicht, den Like-Button zu klicken.